Über die letzten paar Jahre konnte ich schon viele verschiedene Bikes fahren. Allerdings hat es mich seit neuestem jetzt doch auf ein Bike zurückgezogen, das ich schon mal hatte. Guckt es euch an. Das hier ist mein neues Bike. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, wieso hat dieser Typ schon wieder ein neues Bike? Die Frage lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten, denn mein Bike, das ich vorher hatte, dieses Carbon-Bike, ist tatsächlich in Frankfurt vor 3 Wochen am Wochenende gebrochen. Also der Rahmen hatte einen Rahmenriss hinten an der Kettenstrebe. Ist natürlich schade. Zum Glück hatte ich noch Garantie drauf und der neue Carbon-Frame ist auch schon unterwegs. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dann die Teile wieder rüberbaue auf das neue Carbon-Bike dann, weil ich habe hier ein übelst geiles Bike und zwar das Inspired 4Play. Der ein oder andere, der in der Szene ist, kennt natürlich das Bike. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr auch, dass ich genau dieses Bike eigentlich schon mal hatte. Einfach ein bisschen einer anderen Ausstattung und zwar, das war das 2019er Modell, das war dieses Rot-Orange. Und ich habe auf dem Bike tatsächlich am meisten Fortschritte gemacht bis jetzt, also seit ich hier Street Trail fahre. Und das Einzige, was neu ist, ist eigentlich die Steckachse hinten und dass halt jetzt Post-Mount-Bremsaufnahmen drauf sind. Aber das sind ja eigentlich auch nur zwei coole Upgrades, deswegen kann ich mich da nicht beschweren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass ich wieder ein 4Play habe, weil ich kenne die Geometrie, ich weiß, wie ich das Bike fährt, ich weiß, wie sich es verhält. Und ich kann es nicht anders beschreiben, als ich fühle mich einfach wieder zu Hause irgendwie. Also vielleicht klingt es ein bisschen komisch, aber es ist halt so. Wenn ihr euch auskennt, wisst ihr, dass es nicht das neueste Modell ist. Und zwar ist das das 2021er Modell. Heißt, ist schon ein Jahr alt. Das wird schon gebraucht und zwar vom David Knauer. Viele Grüße an dich und danke, dass wir das so schnell abwickeln konnten. Ja, wie gesagt, wurden Jahre gebraucht, aber ist eigentlich im perfekten Zustand. Da hinten hat es ein paar Kratzer noch, aber sonst kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Ist ein cooles Teil und genau, ich habe mir heute so ein ruhiges Plätzchen hier oben gesucht. Da hinten ist übrigens Winterthur, meine Hometown. Genau, und ich werde euch heute einfach mal so ein bisschen über das Bike labern. Außerdem, ich habe hier noch ganz coole Teile dran, wie zum Beispiel die Titankurbeln oder ein Freecoaster. Also für den einen oder anderen Nerd unter euch kann auf jeden Fall was Interessantes dabei sein. Also, wer es euch interessiert, bleibt dran und dann legen wir direkt los. Ich würde mal meinen, wir beginnen direkt vorne und ich werde mich dann einfach so ein bisschen nach hinten arbeiten. Ich denke, das macht am meisten Sinn und so vergesse ich auch nichts. Genau, also, Laufrad vorne ist von Light Bicycle. Das ist tatsächlich die AM431. Felge, 24 Zoll aus Carbon, richtig geiles Teil, habe ich jetzt auch schon seit 3 Jahren, ist soweit ich weiß eigentlich auch die beste Carbon-Felge für Trailbikes, die man im Moment bekommt. Genau, wie gesagt, noch nie Probleme gehabt. Ganz wichtig, keine Alu-Nippel, das ist bei Carbon-Felgen, soweit ich weiß, ganz wichtig. Wieso, weiß ich selber gar nicht, aber man soll, soweit ich weiß, keine Alu-Nippel verwenden bei Carbon-Laufrädern. Also haben wir Messing-Nippel verbaut, dann ganz einfache DT-Swiss-Speichen, das Ganze ist aufgebaut auf einer Industry 9-Nabbe. Ja, genau. Dann haben wir drauf einen Continental-Reifen und zwar den Air King 2.4. Ist eigentlich, soweit ich weiß, ziemlich Standard in der ganzen Trial, also Street-Trial vor allem Welt. So. Ich habe früher die Maxxis-Reifen drauf gehabt, die Holy Roller oder so heißen die, glaube ich. Und also die Continental-Reifen, die halten bei mir viel länger. Ich weiß, also man bezahlt natürlich auch ein bisschen mehr, aber die halten natürlich dann auch irgendwie 2 oder 3 Mal länger als alle anderen Reifen. Das muss man natürlich dann auch noch im Hinterkopf behalten. Und sieht meiner Meinung nach auch einfach geil aus. Schlicht, hatte ich noch nie Probleme mit. Und ja, genau, so viel dazu. Das Ganze ist natürlich auch tubeless aufgebaut mit Mock-Off-Milch. Genau. So viel zum Vorderrad. Dann würde ich sagen, machen wir weiter beim Headset. Und zwar ist das Headset von FSA. Ist ein cooles Teil, hatte ich noch nie Probleme mit gehabt. Also kann ich wirklich eigentlich nur jedem empfehlen. Und dann haben wir einen Spacer drin. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Vorbau. Und zwar ist der Vorbau von Trailtech. Das ist der 90x35er Vorbau. Habe ich jetzt auch schon übelst lange gehabt. Und für mich, ich bin ein bisschen größer. Für mich macht es einfach die perfekte Höhe aus. Vorne habe ich es gerne ein bisschen höher. Oh, macht es einfach ein bisschen leichter für Bunnyhops. Und ja, das passt mir eigentlich ganz gut. Daran haben wir natürlich die Peak-Schrauben. Peak supportet mich jetzt auch schon seit 3 Jahren tatsächlich, also vielen Dank nochmal dafür. Überall haben wir da eigentlich Titanschrauben von eben, wie gesagt, Peak dran in Schwarz. Falls ihr euch auch irgendwie so Schrauben holen wollt, auf der Webseite könnt ihr einfach einen Code RAFAEL15 verwenden, da kriegt ihr 15% Rabatt noch. Das ist eine coole Geste und die haben auch ganz viele Oil-Slick-Schrauben und in jeder Farbe könnt ihr die eigentlich kaufen, also das ist richtig cool. Und dann können wir eigentlich gleich weitermachen beim Lenker und zwar ist der Lenker von Inspired und das ist der Arcade High-Rise Lenker. Ich habe den nicht gekürzt, ich fahre den genauso wie der kommt. Und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen größer, das gibt mir einfach auch die perfekte Höhe für mich. Ja, macht es einfach auch wieder einfacher für ein bisschen Bunny Hops und so, das ganze Zeug. Und wie gesagt, ich habe es einfach gern, wenn es vorne ein bisschen höher ist.
Dann Lenker können wir eigentlich gleich weitermachen bei den Griffen. Und zwar sind das die ODI Elite Motion Griffe. Und Leute, wenn ihr meine Bikecheck Videos verfolgt, dann wisst ihr, dass diese ODI Elite Motion Griffe meine Lieblingsgriffe sind. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, falls ihr die noch nie probiert habt, probiert sie mal aus. Die sind richtig geil und die haben hier außen diesen Gummiring. Heißt, wenn ihr vom Lenker abrutscht, dann habt ihr hier keine Verletzung, weil es wie gesagt ganz weich ist und das ist einfach ganz cool. Und ich fahre die jetzt auch schon, einfach schon keine Ahnung wie viele Jahre und ja, ich liebe die Dinger einfach. Ja, so viel dazu. Wenn wir da vorne sind, können wir eigentlich auch gleich weitermachen bei den Bremsen. Und zwar ist das eine custom aufgebaute Magura Trail Bremse. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut mit dem silbernen Bremssattel. Ich persönlich finde es ganz cool. Ich habe die auch noch getuned mit diesem 45 Grad Adapter und den HC3 Hebeln. Passt für mich eigentlich ganz geil. Diese Adapter sind jetzt zwar nicht ganz nötig, aber ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Genau, und die HC3 Hebel, die fühle ich persönlich eigentlich sehr, weil die fühlen sich für mich einfach ein bisschen straffer an und ja, mag ich eigentlich auch ganz gerne. Außerdem haben wir dann Performance Pads drin, hinten so wie vorne. Und ich habe hinter dem Bremsbelägen noch zwei Schichten Gorilla Tape drauf getan. Das Ganze aus diesem Grund, damit die Bremsbeläge nicht hin und her rutschen, weil manchmal, wenn man Fake Nose Manual macht und danach wieder nach vorne fährt oder einfach irgendeinen Move macht, wo die Bremsen stark belastet werden, dann klickt es bei den Magura Bremsen jedes Mal so dumm und ich habe das einfach satt gehabt und deswegen habe ich jetzt das so geregelt. Dann haben wir natürlich auch die passenden Magura Adapter und 203er Storm Scheiben, auch wie gesagt von Magura. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten und zwar machen wir weiter beim Sattel. Und zwar ist das der ganz einfach Inspired Tripod Sattel. Leider kann man den nicht mehr kaufen. Mittlerweile ist es so, dass diese Bikes einfach mit so anderen Sattel kommen. Und zwar hat es hier unten so Plastik und ich fühle das irgendwie überhaupt nicht. Soweit ich weiß, ist es zwar ein bisschen leichter, aber ich finde den ein bisschen schlichter und ich finde den einfach schöner. Deswegen habe ich den tatsächlich damals von meinem Arcade auf das Sky rübergenommen, dann vom Sky auf das Custom Carbon Bike und jetzt wieder auf dieses Bike. Also der Sattel begleitet mich irgendwie schon seit 3 Jahren oder so. Ja, genau, so viel dazu. Und dann natürlich auch noch die passende Inspired Sattelklemme. Dann können wir auch eigentlich gleich weitermachen bei den Kurbeln. Und wenn ihr euch auskennt, dann wisst ihr, dass diese Kurbeln doch schon ziemlich was Spezielles sind. Und zwar sind das die Titankurbeln von Cane Creek. Die heißen E-Wings, richtig leicht. Ist natürlich nicht nötig, sage ich mal so, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon so ein Pimp-Bike aufbaue, dann wieso nicht. Und ich habe die ja vom Carbon-Bike auch rübergenommen und ja, ich habe sie mir gekauft. Ja, ist es nötig? Nein. Habe ich es bereut? Nein. Ist es geil? Ja. So, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Zu den Kurbeln haben wir auch das passende Tretlager von Cane Creek, das heißt Hellbender und hat eigentlich genau die gleichen Maße wie das Dub-Tretlager von SRAM. Also da können wir eigentlich auch ein ganz einfaches Dub-Tretlager reinbauen und die Kurbeln würden da auch passen. Und an den Kurbeln haben wir noch die Crank Brothers Pedale. Und zwar sind das die Danny McGaskill Edition Pedale in Large. Ich weiß gar nicht, ob es die in Small gibt. Ich glaube, die gibt es gar nicht in Small. Und ich bin extrem zufrieden damit, weil ich muss euch ehrlich sagen, die Kombination von 510 Schuhen und Crank Brothers Pedale, das gibt mir die perfekte Menge von Grip. Wenn ich da irgendwelche andere Pedale fahre, dann habe ich wirklich das Gefühl, ich klebe zu fest auf den Pedalen und dann falle ich einfach hin. Deswegen, ja, die Pedale begleiten mich schon seit, ja, 3-4 Jahren, eigentlich seit ich Trail fahre. Und ja, hatte ich eigentlich noch nie Probleme mit gehabt. Ich habe gesehen auf Instagram, dass ein paar Leuten diese Pedale durchgebrochen sind. Mir ist es zum Glück noch nie passiert und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber ja, also wie gesagt, bis jetzt eigentlich ganz zufrieden mit den Pedalen. Aber ganz kurz noch, bei den Kurbeln habe ich ein bisschen Grip Tape drauf getan. Das macht es ein bisschen einfacher, zum Beispiel so Foot Jam Whips oder so zu catchen. Ja, genau so viel dazu. Dann hier haben wir was Spezielles. Und zwar ist es ein Free Coaster, der hinterm Ritzel ist. Ich blende euch hier immer so kleine Videos ein, damit ihr das auch seht. Und zwar ist das einfach so ein Plastikring, so ein Plastikrad, da, bei dem ich die Mitte rausgebohrt habe. Und natürlich muss man da ein bisschen schleifen und so. Und dann habe ich das einfach hier unten auf den Rahmen drauf gedrückt und dann einfach mit so Plastikkugeln, das Ganze heißt Polymorph, habe ich das dann am Rahmen befestigt. Das Ganze habe ich übrigens von Jean Langlois von einem Video abgeguckt. Ich verlinke euch das auch unten. Falls ihr das auch machen wollt, könnt ihr euch das da angucken. Ja, ist einfach ein cooler Hack und ich wollte es einfach mal probieren. Und wenn wir schon da sind, können wir auch gleich eigentlich weitermachen beim Bash Guard. Das ist der Inspired Integrated Bash Ring V2. Und wie gesagt, der passt einfach perfekt mit diesen Kurbeln zusammen.
Und ja, habe ich jetzt auch noch nie Probleme mit gehabt. Das Ding ist stramm, unglaublich. Habe ich auch schon in übelst viele Kanten reingerammt. Und das Ding hält. Also ich habe da noch nie irgendwelche Beschwerden gehabt. Kann ich mich wirklich nicht beklagen. Ja, ist ein cooles Teil. Wenn wir da beim Bashguard sind, würde ich meinen, machen wir gleich weiter bei der Kette. Und zwar ist die Kette von KMC. Und zwar ist das Modell... Die Kette ist von KMC und zwar das Z1EHX Modell. Die hatte ich auch schon im alten Bike und ist mir noch nie gerissen oder irgendwas, also noch nie Probleme mit gehabt. Genau. Kettenspanner ist der ganz normale Kettenspanner von Triltech. Der kommt auch standardmäßig bei jedem Inspired Bike eigentlich mit, soweit ich weiß. Und genau, und noch ganz kurz eine Info zum Hinterrad. Ihr fragt euch vielleicht, wieso hier hinten keine Light Bicycle Felge mit einer Industry 9 Nabbe drin ist. Das Ganze liegt daran, dass meine Industry 9 Nabbe, meine Hinterradnabbe, irgendwie nach 3 Monaten ein Problem hatte und die musste leider eingeschickt werden. Und ich habe das einfach das ganze Rad mitgeschickt und habe jetzt so lange einfach ein Ersatzrad drin. Das ist eine ganz normale Spank Race 33 Felge mit einem Schlauch halt im Moment, auch mit einem Continental-Reifen. Mit einem integrierten Ritzel, Inspired Nappe und irgendwelche Speichen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber das ist eigentlich so eigentlich nur ein Ersatzrad. Das eigentliche Hinterrad, das da reinkommt, ist natürlich auch wieder eine Light Bicycle Felge, auch wieder mit einem Air King Continental Reifen und in der Mitte ist da eine Industry 9 Hydra Nappe mit 690 Klicks drin. Genau, aber solange die nicht da ist, habe ich halt einfach die. Und ja, aber dieses Hinterrad sollte mir eigentlich auch keine Probleme machen, weil Spank-Felgen sind bekanntlicherweise eigentlich auch ganz gut. Ja, so viel eigentlich dazu. Und hinten haben wir natürlich auch wieder eine Magura-Bremse, die Trail mit einer ganz normalen 203er-Scheibe. Und was speziell an dem Bike halt einfach geil ist, ist, dass vorne so wie hinten eine Steckachse ist. Das war bei den alten 4Plays ja wie gesagt nicht so. Und ja, bin ich übelst froh, dass das jetzt mittlerweile so ist. Außerdem, genau so wie das Bike jetzt hier steht, wiegt das Ganze 10,4 Kilo. Das habe ich eben gemessen. Ja, also kann ich mich wegen dem Gewicht eigentlich nicht beschweren. Wenn das andere Hinterrad reinkommt, dann kann man vielleicht noch ein paar Gramm da runterziehen. Aber sonst vom Gewicht her habe ich eigentlich nicht wirklich ein Problem mit. Also ich ja sowieso eigentlich ein eher leichtes Bike mit 10,4 Kilo. Ja, genau. Also ich glaube, eigentlich habe ich jetzt alles erwähnt. Falls ich irgendwas vergessen habe oder so, Leute, dann schreibt mir einfach einen Kommentar und dann werde ich euch da antworten. Außerdem in ein paar Monaten oder so, vielleicht in einem Monat mal schauen, werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann ein Q&A auf Instagram machen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt mir auch gerne auf Instagram, das blende ich euch hier unten ein. Ihr könnt auch gerne ein Like dem Video geben, das würde mich persönlich sehr freuen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt es auf jeden Fall nach, denn ich mache selber ganz viele Trial-Videos mit Kollegen oder auch alleine oder eben solche Bike-Check-Videos oder einfach so viele Sachen, die mir einfach Spaß machen und ich nehme damit. Also falls es euch so Spaß macht wie mir, dann wie gesagt, abonniert gerne den Kanal und ja, somit habe ich eigentlich, glaube ich, alles erwähnt. Ah, das wollte ich euch noch zeigen. Vitamin Well, Zitronen-Holunderblütengeschmack. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, habe ich heute das erste Mal probiert. Übelst geil. ja, probiert das mal. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Peace.